Hallo und herzlich willkommen hier bei mir im Arbeitszimmer. Heute soll es um ein Thema gehen, das ich in meinem letzten Video schon ganz kurz angekündigt hatte. Die Percomax von Petromax. Die habe ich mir jetzt vor kurzem für unseren Familiencampingurlaub gekauft. Es ist also keine Leihgabe, keine Werbung oder dergleichen. Was ist die Percomax? Nun ja, die Percomax ist eine Kanne aus Stahlemaille. Emaille ist ein Verbundstoff auf Glasbasis und sie eignet sich sehr gut, um Wasser zum Kochen zu bringen, um Tee zu kochen oder um Kaffee zu kochen. Genau das wollen wir heute machen. Ich habe tatsächlich 4 oder 5 Tage gebraucht, voller Experimente und des Ausprobierens, um so in etwa ein Gleichgewicht aus wie viel Wasser brauche ich, wie viel Kaffeepulver brauche ich und wie lange muss das Ganze blubbern, zu finden, damit mir der Kaffee am Ende auch schmeckte. Und um euch diese Arbeit ein bisschen abzunehmen, dachte ich mir, wir machen heute mal gemeinsam ein Video. Gekocht wird heute auf dem Trangia, genauer gesagt dem Trangia Mini, weil wie wir im letzten Video festgestellt haben, die Percomax passt nicht ohne speziellen Einsatz auf den Trangia Sturmkocher. Aber das soll uns nicht davon abhalten. Und bevor ich euch ein bisschen was zu der Percomax erzähle und der Wahl des richtigen Kaffees und verschiedenen Zubereitungsmethoden für Kaffee, breiten wir den Trangia Mini jetzt einfach mal vor und setzen das Wasser auf, weil das dürfte erfahrungsgemäß ein bisschen dauern. So, als erstes kommt der Deckel ab. Ich war schon mal so frei, ein bisschen von meinem Spiritus abzufüllen. Das ist jetzt Bio-Kamin-Ethanol, 100%. Ob da jetzt wirklich 100% Alkohol drin sind oder wie die zu den 100% kommen, weiß ich jetzt nicht. Kann ich gerne nochmal recherchieren. Ansonsten, das sind etwa 65 Milliliter. Die fülle ich jetzt mal in den Trangia rein. Und wir schauen einfach mal, ob diese Füllung reicht, um uns einen schönen Kaffee zu brauen. Auf jeden Fall passt es gut rein. Ich würde mal sagen, naja, bis zu 100 Milliliter gehen hier ohne Probleme rein. So, Spiritus ist ein sehr leicht entzündliches, ja Gas würde ich beinahe sagen, eine sehr leicht entzündliche Flüssigkeit, die ihren Siedepunkt tatsächlich schon bei sehr geringen Temperaturen hat. Von daher dürfte es jetzt überhaupt kein Problem sein, das Ganze anzuzünden. Man sieht mich vielleicht wackeln, man sieht vielleicht die Flamme. Wunderbar. Das stelle ich mal vor mir ab und gut vorbereitet, wir kochen heute 1 Liter Kaffee. Das Wasser ist jetzt nicht ganz eiskalt, es ist in etwa, naja, Handtemperatur wird es auch übertrieben, lauwarm, um uns einfach ein paar Minuten zu sparen. Sehr schön, der Trangia ist jetzt richtig in seinen Heizbetrieb übergegangen. Die Flammen kommen auch an der Seite schon raus, wunderbar, so soll es sein. So. Deckel machen wir jetzt einfach schon mal drauf und dann ab das gute Stück. Ich muss mal kurz schauen hier. Ah ja, wunderbar. So, dann möge er in Ruhe köcheln. Ich schiebe ihm mal ein kleines Stück rüber. So, es gibt für den Trangia Kocher noch diesen schönen Flammregulator. Den wollen wir jetzt nicht. Ich möchte erst mal schauen, was er auf voller Power bringt. Damit kann man schlicht und ergreifend die Menge oder die Größe der Flamme regulieren. Ob es wirklich sehr viel bringt, testen wir mal in einem anderen Video. Man hört da solche und solche Meinungen. Aber wir wollen heute ordentlich Energie haben. So, die Glasflasche mal weg. Die Percomax ist eine sogenannte Perkulatorkanne. Was heißt das? Naja,
In einer Percolatorkanne, speziell hier bei der Petromax, gibt es noch diesen wunderschönen Einsatz. Der besteht aus drei Teilen. Das ist das sogenannte Steigrohr. Das kommt so in die Kanne rein. Man hat hier unten ein gewisses Volumen, wo das erhitzte Wasser sich einfach sammelt und dann durch das Steigrohr, ähnlich einem Strohhalm, aufsteigt und hier oben dann ein bisschen rausblubbert. Dürft euch das jetzt nicht als Riesenfontäne vorstellen. Nein, es ist tatsächlich so, dass die ausdehnende Luft das Wasser einfach nach oben treibt und dass die dann, je nachdem wie viel Leistung man von unten gibt, rausblubbert. Das werden wir uns dann noch angucken. Darauf kommt der Kaffeefilter. Der ist ähnlich wie die French Press für grob gemahlenen Kaffee ausgelegt, also grobes Salz. Ist der Kaffee zu fein, dürfte das feine Kaffeepulver unten aus den Öffnungen rauskommen oder diese sogar verstopfen und dann blubbert uns die ganze Brühe oben drüber. Die kommt hier oben drauf. Und zum Abschluss haben wir noch den Deckel. Der ist ebenfalls mit kleinen Löchern ausgestattet. Der kommt hier oben drauf, sodass wir dann im Betrieb das Wasser hier drin aufsteigen lassen. Es blubbert fröhlich raus, läuft durch den Kaffee durch, wieder zurück in den Tank. Was unterscheidet jetzt so einen Percolator von den anderen Kaffeezubereitungsmethoden? Naja, die klassische Methode, die garantiert die meisten zu Hause haben oder hatten, ist die klassische Filtermaschine. Was passiert in der Filtermaschine? Wir haben einen Tank, dort kommen 10 Tassen, 12 Tassen, 15 Tassen, je nach Tankvolumen Wasser rein. Und das kommt dann durch den Schlauch, wird in der Kaffeemaschine erhitzt, tropft oben auf den Kaffee drauf, fließt einmal durch das Kaffeepulver durch und landet in der Kaffeekanne. Ein Durchlauf. Dann haben wir die French Press. Ach, seht ihr, die hätte ich mitbringen können. Na, egal, die kennt ihr bestimmt, die meiste, so die klassische von der Firma mit B am Anfang. Glaskännchen, man füllt das Pulver rein, gießt heißes, nicht mehr siedendes Wasser drüber. Bisschen abkühlen lassen ist sogar besser, sonst verbrennt der Kaffee. Wartet ein paar Minuten, rührt zum Schluss nochmal um. Dann kommt ein Siebeinsatz oben drauf, man drückt das Ganze runter. Wunderbar. Wir haben uns vor 2 Jahren auch eine French Press aus Edelstahl geholt. Der Nachteil, selbst bei grobem Pulver, es kommt immer ein bisschen was mit durch. Und ich persönlich bin nicht so ein Fan davon, wenn ich zum Schluss Kaffeepulver zwischen den Zähnen habe. Aber gut, Geschmackssache, und wenn man ein bisschen vorsichtig ist und nicht den letzten Tropfen ausgießt, dann hält sich das auch in Grenzen. Ansonsten haben wir natürlich noch unsere ganzen auf Druck basierenden, seien es nur die Vollautomaten, die Halbvollautomaten, die Halbautomaten, Entschuldigung, die PET-Maschinen, die Kapselmaschinen, die klassische riesige Espresso-Maschine beim Italiener. Die arbeiten alle nach dem Prinzip, dass das Wasser richtig unter Druck erhitzt wird, mit Druck, mit mehreren Bar, durch den gepressten Kaffee durchgedrückt wird, was den Vorteil hat, die Säure ist relativ gering, unten rauskommt, fertig. Wie wahrscheinlich deutlich wird, arbeiten alle Kannen nach dem gleichen Prinzip. Heißes Wasser, einmal durchs Pulver durch, in welcher Form auch immer, ab in den Kaffeetank. So eine Percolator-Kaffeemaschine funktioniert anders. Wie ihr seht, gibt es natürlich bei der Kanne nicht verschiedene Tanks. Es gibt unser Wasser und es gibt unser Steigrohr mit dem Kaffeetank. Und was passiert jetzt? Das Wasser steigt hoch, tropft durch das Pulver, geht wieder in den Tank. Steigt nach oben, tropft durch das Pulver, geht wieder in den Tank. Und das wiederholen wir, je nachdem, wie wir den Kaffee haben wollen, welche Kaffeemenge wir haben, zwischen 8 Minuten bis 12 Minuten, so empfiehlt es die Firma Petromax. Es kann durchaus auch mal 10 bis 15 Minuten dauern, je nachdem, welche Quelle man nutzt. Ich denke, das hängt auch ganz viel vom genutzten Kaffee ab. Ist es ein kräftiger, ist es ein milder Kaffee? Viele empfehlen, milden Kaffee zu nehmen, weil der natürlich oft vom Wasser durchtränkt wird. Ich selber arbeite mit relativ kräftigen Röstungen. Es liegt aber auch daran, dass ich meinen Kaffee gerne mit dem Messer schneide. Nein, ich mag sehr kräftigen, dicken Kaffee, von daher mit wenig Säure. Ja, gut, es hat sich aber herausgestellt, dass die Bohnen, die ich sonst so nutze, im Percolator nicht ganz so gut schmecken wie aus der Maschine. Das ist ein erster Punkt, dessen ihr euch bewusst sein solltet, der Kaffee schmeckt anders. Nicht schlechter,
Ich habe mir extra einen sehr guten Kaffee gegönnt. Achtung, das ist jetzt Werbung in eigener Sache. Ich als Dresdner habe mir natürlich bei der Dresdner Kaffeerösterei Bohnen bestellt, beziehungsweise mir die gleich grob für die French Press mahlen lassen. Und man sollte es kaum glauben, kostet fast das Vierfache meines üblichen Kaffees, aber man hat sowas wie ein Aroma da drin. Also wenn ihr euch mal was Gutes tun wollt, holt euch mal einer guten Rösterei einen Kaffee. Ist egal bei welcher, muss nicht bei der sein. So Aromen wie Zitrus oder Kakao kommen tatsächlich durch, auch in der Percolatorkanne. Gut, Vor- und Nachteile so einer Kanne. Vorteile, sie funktioniert überall. Überall. Ihr könnt den klassischen E-Herd mit der Heizplatte nehmen, ihr könnt das Ceranfeld nehmen, ihr könnt auf dem Gasherd kochen, ihr könnt auf dem Induktionsherd kochen. Tatsächlich, die ist induktionsgeeignet. Dickes Lob an die Firma Petromax. Ihr könnt die Kanne auf den Grill stellen, ihr könnt die Kanne übers Lagerfeuer stellen, ihr könnt die Kanne in das Lagerfeuer stellen. Bitte beachtet nur, das ist eine Kanne aus einem Körper, aus einem Stahlkörper. Heiß. Also sowohl der... Es wird warm. Sehr schön. Die werden heiß und ich sehe richtig schön, wie die Flamme hier vorkommt. Herrlich. In diesem Sinne, da ich nicht weiß, wie lange wir jetzt schon drehen, ich habe nie auf die Uhr geguckt. Macht nichts, aber die Kanne wird heiß. Ich denke, wir bereiten mal den Kaffee vor. Und dann reden wir weiter über Vor- und Nachteile. So, ich habe mir jetzt meine Waage mitgebracht. Ich habe beim Experimentieren der letzten Tage für mich eine Mischung entdeckt von etwa 45 Gramm grob gemahlenem Kaffee. Warte mal, schnuppern. Schön, oder? Das ist gemein, Entschuldigung. Heilige Luzi, das ist eine schöne Flamme jetzt, die einmal schön am Henkel vorbeigeht und ich habe nichts zum Anfassen. Findet den Fehler, ich bin schlecht vorbereitet. Ja, gut, jetzt machen wir trotzdem erstmal den Kaffee fertig. Ihr habt jetzt gerade den Vorteil, ihr könnt im Video sehen, wann wir den Kaffee angesetzt haben, das Wasser angesetzt haben, wie lange das jetzt schon kocht. Das sehe ich gerade nicht. Daher, ich werde gleich mal aufstehen und mir etwas zum Anfassen der Kanne holen. Oh. Oh, sehr schön, das sind 45 Gramm. Und ich höre da was. Kurz ein bisschen schütteln. 46 Gramm, wunderbar. Es köchelt. Ich muss mal ganz kurz aufstehen und mir mal ein Stück Stoff zum Anfassen holen. Jetzt kann ich gleich mal auf die Uhr gucken. 13 Minuten 14. Hallo. Das heißt, kommt das hin? 10 Minuten? Ich werde es euch dann nochmal im Video drunter schreiben, wenn ich selber nachgeguckt habe. Aber ja, ich würde sagen, das kocht so richtig. Oh ja, wunderbar. Rein und es geht los. Seht ihr das? Ach, wunderbar, herrlich. Gut, das ist aber eine Menge Dampf hier. Das ist mir tatsächlich zu viel. Wir werden mal den Aufsatz auf halber Stärke draufpacken. Heieieiei. Toll. Das war nichts, Herr Nerik. Auf halber Stärke. Na, sehr schön. Ich weiß ja nicht, wo das halbe Stärke sein soll, aber okay. Gut, dann stellen wir die Kanne mal kurz ab. Autsch, auch der Trangia Mini wird sehr heiß. Okay, lassen wir. Mhm.
Also merkt euch das bitte. Wird heiß. Egal. Gut, die Kanne wieder drauf. So, was sollten wir jetzt beachten? Okay. Also Learning by Doing, das ist immer noch eine sehr mächtige Flamme. Das brutzelt mir immer noch zu stark. Wir reduzieren also noch mal ein bisschen. Ja, das ist zu wenig. So, und wenn man nicht aufpasst, ist das gute Ding aus. Und wieder an. Der Feuerteufel in mir. So, jetzt muss ich fairerweise dazu sagen, bei den Versuchen auf dem Induktionsherd konnte ich natürlich von der Stufe sehr weit runtergehen. Und da wir bei den Vor- und Nachteilen sind, fangen wir mal an. Nachteil Nummer 1 so einer Perkulatorkanne, die ist nicht geeignet, um sich mal schnell ein oder zwei Tassen Kaffee zu machen. Es wird empfohlen, zwischen 0,7, 0,8 Litern und 1,3 Litern zu arbeiten. Von daher finde ich persönlich 1 Liter einen ganz guten Richtwert, kann man sich gut merken. 1 Liter, 45 Gramm Kaffeepulver, ist in Ordnung. So. Ich habe eine Thermoskanne, die einen Restfass, der nicht in die Tasse geht. Von daher bleibt der Kaffee auch sehr, sehr lange sehr, sehr heiß. Seid ihr neugierig? Wollen wir noch mal gucken? Autsch. Okay. Nachteil Nummer 2. Wenn der Kaffee so schön blubbert, wie er hier gerade blubbert, kommt eine ganze Menge Wasser in den Pulvertank. Was dazu führt, dass sich das drin sammelt und das Pulver natürlich anfängt ein bisschen zu schwimmen. Und je nachdem, wie gut jetzt das Pulver noch mal ein bisschen aufgeht, passiert Folgendes. Es hebt den Deckel hoch. Und das Pulver geht am Deckel vorbei und landet, auch wenn wir es nicht wollten, unten im Tank. So, also wir haben wieder das Pulver unten drin. Ich habe jetzt den Trank ja schon auf sehr, sehr niedriger Stufe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich ihn noch weiter runter regeln soll. Keine Ahnung. Das blubbert wie verrückt. Also auf dem Herd hätte ich es jetzt noch 2-3 Stufen runtergestellt. Also wir können jetzt schon mal damit rechnen, wir werden Pulver im Kaffee haben. Aber okay, das sinkt runter, passt man halt ein bisschen auf. Weiterer Nachteil, ihr habt es gemerkt, diese Kanne fässt man nicht mehr an mit Händen, wenn sie einmal loskocht. Die ist einfach nur verdammt heiß. Ihr habt garantiert wieder auf die Zeit geguckt, ich nicht. Das ist großes Kino. Wisst ihr was, wir nehmen die jetzt mal kurz runter. Schöne Flamme, oder? Das ist tatsächlich sehr viel und ich kann es nicht weiter runter regeln. Geht einfach nicht. Naja. So, und jetzt ohne Action. Wir gucken mal rein. Ja, genau das Problem. Es hat mir jetzt den Deckel hochgedrückt und das Pulver lugt ein bisschen raus. Nobody is perfect. Vielleicht kann man das einfach dadurch vermindern, dass man noch weniger Pulver nimmt. Ich habe, wie gesagt, meinen Kaffee jetzt die letzten Tage auf den Induktionsherd ausgelegt. Wenn so eine Durchflussmenge vom Wasser da ist, weil einfach die Flamme sehr viel heißer kocht, als ich meinen Induktionsherd, als mein Induktionsherd das gemacht hat, dann kann man sicherlich die Kaffeemenge runterrechnen. Ich habe mal bei einem gelesen, er kocht seinen Kaffee immer mit 6 bis 7 Löffeln. Das ist in etwa die Hälfte dessen, was ich jetzt gemacht habe. Gut möglich, dass das reicht. Wir probieren es einfach mal aus und ich lasse euch dann einen Kommentar da, wie das funktioniert hat. Aber nichtsdestotrotz, wir bleiben jetzt dran, ist alles live, hier ist nichts geschnitten. Bin kein riesen Fan von Videoschnitt.
Und ja, die Vorteile, also wie gesagt, die Kanne funktioniert überall. Die kannst du überall draufstellen, aber ihr seht, je heißer das Feuer, umso ordentlicher brutzelt das. Aber ja. Ja, mein Gott, Vor- und Nachteile. Was soll's, sie kocht Kaffee. Der Kaffee schmeckt mit den richtigen Bohnen. Man muss halt bei der Zubereitung ein bisschen aufpassen. Ich denke, weniger ist mehr, was hier auch eindeutig der Vorteil ist. Das Aroma ist ein ganz anderes. Also so geschmacklich, es kommt nicht an eine Maschine. Das ist eine Wahnsinnsflamme. So viel Spalt haben wir jetzt gerade noch. Aber gut. Ja. Wir gucken nochmal und dann schauen wir mal, wie es geworden ist. Aber nichtsdestotrotz, mir macht es Spaß, mit der Percomax zu arbeiten. Man kann hier ganz bequem anderthalb Liter Wasser drin zum Kochen bringen. Also man braucht keinen Wasserkocher oder irgendwas. Man hat alles zur Hand. Man kann statt Kaffee jederzeit auch Teekrümel oben reinmachen und sich einen schönen Tee brühen. Funktioniert genauso. Also ich kann nicht meckern. Preislich. Was habe ich bezahlt? 50 Euro. Ja, mein Gott, der Trangia kam auch an die 100 Euro mit Zubehör, mit Omnia, sogar noch ein bisschen mehr. Es ist sicherlich Kategorie Erbstück. Also wenn man nicht damit Fußball spielt oder es rumschmeißt, kann man sehr viele Jahre damit Spaß haben. Und ich komme euch jetzt trotzdem mal ein bisschen näher. Jetzt gucke ich mal schnell auf die Uhr. 21 Minuten, 13 haben wir reingeguckt. Warten wir noch einen kleinen Moment, dann haben wir knapp 10 Minuten. Und dann probieren wir das Ganze mal. Ich trinke in der Zwischenzeit mal meinen restlichen Kaffee aus. Mit dem Vollautomaten. Ja, das brutzelt schon mächtig gewaltig. Wisst ihr was? Wir nehmen das nochmal runter. Ich möchte einfach nochmal gucken. Heiß. Riecht aber schon mal sehr gut. Ah, wieder drauf. Geben wir ihr noch eine Minute? Ich denke. Lassen wir sie noch mal ein bisschen brutzeln. So, da haben wir alles wieder. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Geräusch. Da freut man sich schon auf den Kaffee. Das behalte ich mal hier. Ja, pro contra zu den anderen Systemen. Also eins ist klar, eine Filtermaschine kann man sich sicherlich mitnehmen, aber die braucht Strom. Genauso ein Vollautomat, genauso ein Halbautomat. Was man jetzt noch nehmen könnte, was sehr viel weniger Platz wegnimmt, aber natürlich auch nur für kleine Mengen geeignet ist, ist dieses italienische. Hab den Namen vergessen, irgendwas mit B. Dieses italienische Kännchen, wo unten das Wasser reinkommt, dann das Pulver, funktioniert nach dem gleichen Prinzip, ist auch eine Percolator-Kanne. Ja, da kann man froh sein, wenn man zwei Espressi rausbekommt. Hier kriegt man halt einen Liter Kaffee. Muss man abwägen. Ansonsten, wenn man jetzt mit dem Gepäck unterwegs ist und wenig schleppen möchte, klar, was macht man? Instant-Kaffee. Soll guten geben. Und jeder Kaffee ist besser als gar kein Kaffee. Unter Vorbehalt. Unter Vorbehalt. Und ja, aber wenn man jetzt mobil ist, viel Lagerfeuer macht. Ja, im Zweifel holt sie euch, um Wasser heiß zu machen, Wasser zu kochen. Und nehmt so einen Filteraufsatz auf die Kanne. Könnt ihr am wenigsten falsch machen. Was ist denn jetzt hier los? Sie schwächelt. Es könnte sein, dass unser Spiritus gleich alle ist. Gut, das ist unser Zeichen. Zeit ist um. Wir nehmen sie mal runter. So. Lassen sie kurz ruhen. Riecht kräftig.
Die Kanne hat übrigens so eine kleine Nase dran, die zum Griff ausgerichtet wird. Das heißt, ich kann jetzt bequem auch den letzten Schluck ausgießen und die Kanne kommt mir nicht entgegen. So. Oh ja. Machen wir mal hier. Ja. Sieht gut aus. Ist natürlich extrem heiß. Ne? Das Wasser hat gekocht, also. Alle. Tatsächlich gereicht. Wahnsinn. Ja, das war's. Trocken. Sehr schön. Ah, manchmal muss man auch Glück haben. Das waren jetzt 60 Milliliter Kaminethanol, Spiritus, der Trangia Mini, die Percomax von der Firma Petromax, gemahlenen Bohnen für die French Press, also grob gemahlen, von der Dresdner Kaffee- und Kakaorösterei und schön heiße Tasse Kaffee. Schauen wir mal. Ah, das ist ein bisschen sehr heiß, wisst ihr was? Wir machen jetzt mal diesen hier. So. Die Schlafanzughose hier von meinem Kind darf auch gleich in die Wäsche. Sieht nicht schlecht aus. Oh ja. Die florale Eleganz und eine ausgeprägte Süße mit Noten von Honig, Zitrus, dunklen Trauben und Jasmin. Dieser Kaffee ist sehr ausgewogen mit einem besonders saftig, spritzigen und runden Körper. Ein Kaffee für Puristen. Ich denke, der Nachteil bei dem Kaffee ist jetzt in der Tat, dass eine Menge Wasser oben drüber abgelaufen ist, also nicht so viel durch den Kaffee selber geflossen ist, weil die Durchflussmenge einfach enorm hoch war. Ob es etwas gebracht hätte, wenn man ihn jetzt noch 2 Minuten länger über der Flamme gehalten hätte? Möglich. Er ist angenehm. Auf dem Induktionsherd war er noch ein bisschen kräftiger, da kamen noch diese kräftigen Noten hervor, aber ja, man kann ihn trinken. Leichte Kakaonote. Passt auf, das war jetzt die Percomax im Live-Betrieb. Sachen funktionieren nicht. Man kann den Kaffee trinken. Schmeckt sehr viel besser als das Zeug, was manchmal bei uns auf Arbeit durch den Filter läuft. Hoffentlich sehen das keine Kollegen. Es geht sicherlich besser. Das Problem war, der Trangia Mini oder der Trangia im Allgemeinen erzeugt doch eine Menge Hitze, hätte ich ihm nicht zugetraut, weil das erste Mal war Premiere. Das erste Mal angezündet. Die Kochzeit ist vollkommen in Ordnung. Ihr habt es ja gesehen, man macht es als erstes an, quatscht nebenbei, bereitet das Frühstück zu und in der Zwischenzeit blubbert er fröhlich vor sich hin. Ich hätte den Kaffee auch gleich zu Beginn reinmachen können. Hätte ich weniger zu blabbern gehabt. Aber gut. Dann hat man hier nach 15 bis 20 Minuten, je nachdem, einen schönen Kaffee. Und der schmeckt. Der schmeckt. Warum nicht? Angenehm. Ey, es ist eine Natura Biobohne. Die sind von vornherein meistens nicht so kräftig wie jetzt eine Melange oder so. Egal. Sehr gut. Ich verspreche euch, ich experimentiere selber noch mal ein bisschen. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir das Ganze nicht noch mal mit weniger Pulver und etwas mehr Kochzeit wiederholen. Ich werde mir mal den Tipp zu Gemüte führen. 6 bis 7 Löffel. Das ist ungefähr halber Füllstand.
und dann einfach mit einer längeren Kochzeit. Ich bin mir unsicher, ich meine, er hätte was von 12 bis 15 Minuten gesagt, auf jeden Fall mehr als das, was Petromax empfiehlt. Wenn ihr einen Tipp für mich habt, wie man verhindern kann, außer die Hitze zu reduzieren, dass das Kaffeepulver einfach diesen macht, bitte schreibt es mir, ich probiere es selber noch aus. Ich muss langsam wieder ein bisschen runterkommen. Ich hatte jetzt jeden Tag einen Liter Kaffee. Das wird irgendwann... Nee, das nicht, aber... Ja, ist eine Menge. Dann bitte unten in die Kommentare. Ansonsten, ich verlinke das Zubehör einfach mal, dass ihr es euch anschauen könnt. Und bis dahin wünsche ich euch einen angenehmen Sonntag. Wenn ihr das heute noch guckt, ansonsten einen angenehmen Tag. Wenn das Wetter schön ist, so wie bei mir heute, dann nutzt es, geht raus an die Luft und wir sehen und hören uns im nächsten Video. Dann wahrscheinlich das erste Koch- und Backvideo. Bis dahin, ciao!